Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hardware-Rat, günstige Gaming-PCs und Hardware mit dem Gaming-PC Intel 1700.1 für 1799,99 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Es wurde sich gewünscht, dass ich mal wieder Hardware-Rat mache, weil es halt jetzt gerade die aktuelle Generation, beziehungsweise es ist halt wieder aktueller dann von den Preisen her. Wir schauen uns das Ganze mal an, der hat aber bisher immer ganz gut abgeschnitten. Manchmal gefielen mir die Boards nicht und so, die da drin waren, aber wir schauen uns das Ding hier an. Das kostet ja auch schon stolze 1800 € knapp. Wir haben hier zuerst das Bild, es ist einfach nur das Gehäusebild. Und so wünsche ich mir das. So muss es sein, sage ich immer wieder in den Videos. Wer jetzt das erste Mal so ein Video sieht, ne, also ihr wisst Bescheid, so Gehäusebilder gefallen mir am besten. Oder eben wirklich Bilder von dem System, wie es dann hinterher aussieht. Weil ganz oft werden einfach Gehäusebilder genommen mit verbauter Hardware, die aber gar nicht im System steckt. Hier ist das alles in Ordnung. Hier haben wir auch schon die Produktinformation, ist auch sehr gut aufgeschlüsselt. Als Prozessor kommt ein Intel Core i7-12700F zum Einsatz. Der hat 12 Kerne, 8 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 20 Threads, also 16 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Das bedeutet für euch einfach nur, wenn ihr jetzt Multimedia-Sachen macht oder irgendwie Office-Sachen, ein paar Sachen schreiben oder YouTube gucken oder so, dann werden nur die Efficiency-Kerne quasi belastet, wenn man so will. Die sind ein bisschen stromsparender und wenn ihr dann zockt, schalten sich die Performance-Kerne mit dazu. Habt dann natürlich auch einen höheren Stromverbrauch und dementsprechend auch mehr Abwärme. Der hat eine TDP von 65 Watt beziehungsweise 65 bis 180 Watt. Das ist eben auch dieser Sprung mit den Performance-Kernen unter anderem. Der kann sich auch noch ein bisschen mehr genehmigen, aber normalerweise pendeln sich da relativ in der Mitte ein. Wir hatten jetzt vor kurzem bei den 12600 kF im Test und der hat sich auch auf 102 Watt oder so eingependelt, obwohl er mit 125 Watt angegeben war. Der unterstützt offiziell auch DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz, könnt ihr auch höher betreiben. Mit dem Prozessor könnt ihr auch streamen, zocken, also überhaupt kein Problem, ist eine Vernunftsentscheidung. Man hätte auch den KF nehmen können, dann habt ihr noch ein bisschen Luft zum Übertakten oder so, aber der ist schon in Ordnung. Und der kostet 378,91 € bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist ein Silentium PC Fortis 5. Man muss grundsätzlich sagen, bei diesen Konfigurationen von Hardware-Rat, da ist nicht viel los mit RGB, Bling, Bling oder so. Das sind einfach nur auf Leistung ausgelegte Systeme. Da habt ihr optisch gesehen jetzt nicht so viel. Da leuchtet vielleicht mal eine Grafikkarte oder das Gehäuse selbst, aber die verbauen sehr viele Sachen, die eben nicht mit RGB zu tun haben. Natürlich haben die auch CPU-Kühler mit RGB und so, aber da ist es jetzt halt nicht der Fall. Der hat eine TDP von 220 Watt, glaube ich dem Ding auch nicht so ganz, genauso wie bei dem AK400, den ich getestet habe. Aber der wird für diesen Prozessor erstmal noch ausreichen. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr dann dauerhaft hier Cinebench ballern könnt oder rendern die ganze Zeit oder so. Da wird er wahrscheinlich ein bisschen sehr viel mit zu tun haben, aber für so einen normalen Gaming-Betrieb wird er schon ausreichen, gerade in diesem Gehäuse, weil das Gehäuse auch einen guten Airflow hat. Und der kostet 41,98 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B660-A. Das ist natürlich, sag ich mal, unterste Einsteigerklasse, wenn man in die B660-Boards rein möchte. Natürlich gibt es noch diese Micro-ATX-Dinger oder so, haben wir hier jetzt nicht, Gott sei Dank. Bei dem Preispunkt hätte ich mich das auch schwer gewundert, wenn da jetzt ein Micro-ATX-Board drin gewesen wäre. Ist der B660-Chipsatz, das heißt, ihr könnt auch nicht großartig übertakten, dafür ist der Prozessor auch nicht ausgelegt, weil es sowieso ein Non-K-Prozessor ist. Das K bedeutet für euch in den meisten Fällen einfach nur, dass ihr übertakten könntet, geht mit dem Board sowieso nicht. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten können noch 2 weitere SSDs verbaut werden, beziehungsweise das hier ist so ein kleiner Anschluss, da könntet ihr zum Beispiel noch so eine kleine WLAN-Karte oder so mit anklemmen, falls ihr WLAN braucht. Hier kommt die Grafikkarte rein, hier unten könnt ihr noch Erweiterungssteckplätze nutzen, zum Beispiel für eine Capture-Card oder so. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1, USB Typ C ist auch mit dabei, Netzwerkanschluss, die Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor ein F-Suffix hat, also 12700F, das bedeutet, der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit. Somit könnt ihr die Anschlüsse auf dem Board auch nicht nutzen. Ihr nutzt sowieso die Grafikkarte, für euch ist das eigentlich Peng. Ist halt ganz nice, wenn man jetzt, weiß ich nicht, die Grafikkarte raucht ab, man muss dringend an die Daten ran, hat nur diesen einen PC und kann die Festplatte nicht woanders anklemmen, dann könnte man über den Prozessor noch ein Bild ziehen. Geht jetzt hier in dem Fall halt nicht. PS2-Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen. Ist für ältere Büro-Hardware, Tastatur und Mäuse. Ist aber alles in allem grundsolides Board.
mehr braucht der normale Gamer eigentlich nicht. Natürlich gibt es welche mit RGB und dann ist hier noch Übertaktungsmöglichkeit und so. Aber in dem Preispunkt ist das schon eine vernünftige Wahl. Kein Micro-ATX, gekühlte Spannungswandler, ich bin happy. Und das kostet 162,09 € beim Mindfactory. Der RAM sind 32 GB, 2x16, DDR4, 3600 MHz, CL18, GoodRAM IRDM Pro. Ihr seht ja auch schon, die greifen halt mehr so auf unbekanntere Hersteller zurück. Aber der RAM sei wohl in Ordnung. Ich habe mich mit dem auch schon öfters darüber unterhalten. Wir haben auch sehr, sehr wenige Reklamationen. Liegt natürlich auch daran, dass er nicht so oft gekauft wird, klar. Ist Dual-Channel, 2x16 GB, also 32 GB, wie gesagt, zum Stream auch super Sache. 3600 MHz, so soll es sein im DDR4-Bereich. Und ich kann echt nicht meckern. Wie gesagt, kein RGB-Bling-Bling oder so, aber schwarzer RAM passt. Und der kostet 121,04 € bei Amazon. Die SSD ist eine 1TB M.2 NVMe Samsung 980. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Die ist natürlich schon ein gutes Stück schneller, wie zum Beispiel so eine Kingston NV1 oder Crucial P1, P2, wie auch immer. Ist eine gute SSD, kann ich nicht meckern. Ist für den Gamer vielleicht sogar schon ein bisschen zu schnell, aber ihr habt es dann, ihr habt kürzere Ladezeiten, das ist schon in Ordnung. 1TB in der Preisklasse ist auch noch okay. Ihr könnt hier zwar nicht viel konfigurieren, aber ihr könntet theoretisch den Speicher noch upgraden. Das geht wohl bei Hardware-Rad. Genauso wie das Gehäuse kann man auch noch ändern. Und die kostet 87,02 € bei ProShop. Die Grafikkarte ist eine 10GB Nvidia RTX 3080. Hier wissen wir natürlich nicht, was wir bekommen. Es ist auch nur, sag ich mal, die 10GB Variante. Es gibt noch eine 12er, aber die 10GB reicht für den normalen Gamer, wie gesagt, auch. Ihr könnt damit auch gut streamen, weil es einen NVENC-Encoder hat. Die 3080 ist wirklich eine gute Grafikkarte. Preis-leistungstechnisch, ja, irgendwo out of range, weil zum Beispiel eine 6900 XT kostet circa das gleiche und ordentlich mehr Leistung. Den FPS-Test dazu, den findet ihr dann wieder in der Videobeschreibung. Es kann diese Grafikkarte sein, es kann auch eine KFA-2 sein, also die tun sich da alle nicht sonderlich viel. Ich habe jetzt die günstigste genommen, die ich gefunden habe. Und die kostet 799 € bei Galaxus. Das Netzteil ist ein 750 Watt 80 plus Gold Silentium PC Supremo FM2. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Ich persönlich habe keine Erfahrung mit diesen Netzteilen sammeln können, weil die halt auch relativ wenig verkauft werden. 5 Jahre Garantie ist aber schon eine Ansage. Natürlich, Be Quiet oder MSI geben teilweise 7 oder 10 Jahre. Das wird aber für euch erstmal ausreichen. Es ist vollmodular, 80 plus Gold zertifiziert, ist schon in Ordnung. 750 Watt sind auch angemessen für dieses System. Kommt aber bitte nicht auf die Idee, dann hinterher noch richtige High-End-Hardware reinzustecken, 3090 Ti oder 4090 womöglich oder so, weil da wird das Netzteil dann schon irgendwo an der Leistungsgrenze kratzen. Aber für das System ist es auf jeden Fall in Ordnung. Und das kostet 95,13 € beim Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Silentium PC Regnum RG6VTG. Das hat eine Mesh-Front, ist ganz normal schwarz, ohne RGB-Bling-Bling, habe ich auch eben schon gesagt. 3x120mm Lüfter vorne, 1x120mm Lüfter hinten, das heißt, der Airflow ist auch gegeben. Optisch, ja, ist jetzt nicht so mein Ding, muss mir aber nicht gefallen, sondern euch. Natürlich könnt ihr es noch wechseln, aber ich denke, das ist ganz okay in diesem Preispunkt. Gerade wegen dem Airflow und so, das ist schon okay. Und das kostet 95,16 € bei Galaxus. Nur mal so zum Vergleich. In der Richtung kriegt ihr natürlich auch zum Beispiel schon mal ein 500DX von Be Quiet oder so. Aber das müsst ihr für euch entscheiden. Schlecht ist das mit Sicherheit nicht. Betriebssystem ist Windows 11 Pro 64-Bit. Natürlich wird hier auf Windows 11 gegangen. A, weil es halt das aktuellste Betriebssystem ist von Microsoft. Und B, weil wir hier Performance- und Efficiency-Kerne haben. Windows 10 würde auch funktionieren. Kommt aber nicht so gut mit diesen Kernen klar. Windows 11 kann die besser zuweisen. Auch okay, dass es dabei ist. Und das kostet 61,70 € bei IT Hardpulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1842,63 €. Das System soll kosten 1799,99 €. Das heißt, ihr seid unter Einzelteilpreis und habt einen fertigen PC dann da stehen. Man muss noch dazu sagen, das Gehäuse steht jetzt, glaube ich, gerade für 95 € oder so drin. Das hat eigentlich dauerhaft 70 gekostet. Ja, man könnte diese 25 € jetzt noch abziehen, aber die Preise sind halt tagesaktuell so. Und selbst dann wäre es ein super fairer Preis. Ganz klare Sache. Es wird nicht auf Optik gegangen, es wird wirklich auf pure Leistung gegangen. Die Grafikkarte stimmt, der Prozessor stimmt, ihr könnt damit streamen. Aber wie gesagt, kein Bling-Bling oder so dabei. Ihr könnt natürlich hinterhergehen, euch vielleicht selber noch irgendwie einen RGB-CPU-Cooler draufbauen oder selber RGB-RAM nehmen oder so. Aber rein von der Konfiguration her ist es okay. Ich hätte vielleicht einen anderen CPU-Kühler genommen, weil ich weiß nicht, wie das unter Dauerlast so ist. Okay, es ist ein gutes Airflow-Gehäuse und so, aber ich wäre vielleicht auf irgendwas anderes gegangen, weiß ich nicht. Irgendwas Dickeres auf jeden Fall. Ich bin persönlich so der Typ, bis 12.600, sage ich mal, KF oder K, würde ich auf jeden Fall noch einen Luftkühler nehmen. Der 12.7er, der kann schon ordentlich Leistung ziehen und ordentlich warm werden.
Ich habe den 12700K bei mir im System, eine 360er Wasserkühlung. Ich weiß, wie es ist. Hier ist es halt nur der 12700F. Ja, klar, ihr übertaktet sowieso nicht. Er wird es auch getestet haben. Ich habe ja mit Tim auch schon gesprochen, der diesen Laden hier betreibt. Das wird schon in Ordnung sein. Und jetzt hat ein Moderator von uns, beziehungsweise ein Berater von Discord, und zwar der Sascha, hat nochmal eine Liste gemacht, weil ihr könnt bei Hardware-Rat ja auch Hardware kaufen. Ihr habt dann nicht so die fette Auswahl, aber wir haben einfach mal ein System da erstellt. Auch 12700F, B660A DDR4, 32 GB G-Skill RAM, eine KFA2-Grafikkarte 3070, auch hier ein 750 Watt Netzteil. Die SSD haben wir hier drin, die Wasserkühlung 360er, das ist auch übertrieben, aber er hat es jetzt halt so gemacht. Hier haben wir auch noch das Gehäuse, das SG7VTG und Service komplett. Und Service komplett bedeutet, das System wird zusammengebaut für 29,99 Euro. Wir rechnen ja normalerweise immer so mit 150, 200 Euro fürs Zusammenbauen. Natürlich läuft das jetzt nur in diesem Shop hier, aber bei Mindfactory ist das ja nichts anderes. Kostet 30 Euro das Zusammenbauen. Da kommt ihr bei diesem System jetzt hier unten auf 1693 Euro. Also sagen wir mal 1,7 glatt. Wenn wir hier schauen, die SSD, Prozessor, RAM, Grafikkarte, Mainboard, Gehäuse, Wasserkühlung, Netzteil, seid ihr bei 1612,68. Das heißt für euch, es ist nicht mal mehr 100 Euro Unterschied gegenüber Geizhalsliste zu den Preisen, die er da im Shop hat und fürs Zusammenbauen. Ist auch ein guter Deal. Also man kann durchaus da auch einen PC sich einfach so zusammenstellen, gemessen an den Teilen, die er halt da hat. Er hat nicht alles, wie gesagt. Er hat jetzt nicht die Auswahl wie Mindfactory oder sage ich mal Equipper oder so. Aber das ist fair. Zumindest ist es jetzt in diesem Fall so. Es gibt bestimmt irgendwo Hardware auf seiner Webpage, die viel zu teuer ist oder so. Aber bei der Konfiguration passt es auf jeden Fall. Also, Fazit ist, System ist super gepreist, hat eine super Leistung. Natürlich, der CPU-Kühler, das müsst ihr selber entscheiden, ob das für euch okay ist. Er wird es getestet haben, wie gesagt. Der Konfigurator jetzt, oder beziehungsweise der Shop mit dem Zusammenbauen für 30 Euro ist auch in Ordnung. Und jetzt haben wir aber nochmal ein aktualisiertes Video gegenüber Hardware-Rat. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr ihn noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.